ZDF hat es wirklich getan. Alle Spuren der Sprengung von Nord Stream führen in die Ukraine. Und nach diesem Video werden Sie vielleicht wieder ein wenig mehr Vertrauen in das ansonsten als Propagandaorgan verschriene öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommen. Denn Sie haben es tatsächlich gewagt, den sonst so gefeierten Schutzschild unserer demokratischen Werte an der russischen Front zu belasten. Ja, ich weiß, es ist kaum zu fassen. Und vielleicht lag die Intention von ZDF und Co. darin, dass sie täglich mehr Menschen durch die alternativen Medien verlieren, weil keiner mehr so wirklich Lust hat, sich ein vorgekautes regierungsfreundliches Denken auf den Teller servieren zu lassen. Wir können es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu bewegt hat, aber was wir tun sollten, ist, uns einfach mal das Werk des ZDF anzuschauen, denn diesmal haben sie wirklich mit guten Informationen geglänzt. Und mein Kanal schätzt Gutes immer wert. Genauso wie ich Schlechtes immer massiv kritisiere, es dann durch den Kakao ziehe, um es danach zu verbrennen und die Asche zum Priester zu bringen, damit ich daraus gesegnete vegane Brownies backen kann, um sie dann wieder an die Grünen zu verfüttern. Ja, das ist ein harter Kreislauf und manchmal ziemlich ermüdend. Aber so sieht nun mal echte Kritik aus. Sie schmeckt keiner will sie so wirklich haben, aber irgendjemand muss es ja tun. Doch genug geschwafelt, kommen wir nun zu einem bedeutenden Ausschnitt, der ausnahmsweise mal wirklich wie echter Journalismus wirkt. Abonnieren nicht vergessen, wir legen los. Kommen wir also zum Punkt. Kann es wirklich sein, dass die Ukraine die deutsch-russische Pipeline zerstört hat? Also es taucht immer und immer und immer wieder die Ukraine auf. Bis zum Schluss gilt natürlich irgendwie die Unschuldsvermutung. Es steht niemand vor Gericht, es ist niemand festgenommen. Aber nach allem, was man heute weiß, glaube ich, sind die Spuren sehr eindeutig. Am Anfang haben wir ja schon die Geheimdienstwarnung erwähnt, die aus den Niederlanden in die USA ging. Angeblich hat ein europäischer Geheimdienst herausgefunden, dass ein kleines Taucherteam der ukrainischen Armee einen verdeckten Angriff auf das Unterwassernetz plane. Da wurde also fast genau das beschrieben, was wohl wirklich passiert ist. Um so einen Verdacht aber klar zu untermauern, müssen wir uns drei Faktoren angucken. Genau wie in der letzten Folge. Nämlich Gelegenheit, Mittel und Motiv. Alle drei müssen abgehakt sein. Die Ukrainer waren im passenden Zeitraum in der Nähe vom Tatort. Das ist die Gelegenheit. Sie waren mit einem Segelboot unterwegs, von dem aus man die Sprengladung anbringen könnte. Gebucht und bezahlt wurde das Boot aus der Ukraine. Und dass die Ukrainer den passenden Sprengstoff über ihr Militär organisieren können, ist absolut im Bereich des Möglichen. Das sind die Mittel. Zwei der Faktoren sind also schon mal gegeben. Aber was hätte die Ukraine davon, eine Pipeline zu sprengen, die nicht nur dem Angreifer Russland gehört, sondern auch Deutschland, also dem wichtigsten Verbündeten in Europa? Deutschland hat von allen europäischen Staaten am meisten militärische Hilfe geleistet und dazu noch 1,1 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Und dafür wurde unsere energetische Lebensader weggebombt, was nun in Deutschland zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen und Insolvenzen geführt hat und noch führt, während wir noch obendrauf dazu gezwungen werden, aus Gründen der grünen wahnhaften Ideologie teures Fracking-Gas aus Übersee zu kaufen, statt unsere eigenen deutschen Gasressourcen zu nutzen, die uns nicht nur weit über 40 Jahre versorgen könnten, sondern uns auch noch völlig unabhängig machen. Doch weil jeder mit ein wenig Verstand gerade erkennt, dass Deutschland von seinen Freunden geplündert wird, war das Gesagte natürlich überflüssig und deshalb steigen wir wieder ins Video ein. Doch vorher möchte ich Sie nur noch höflich daran erinnern, diesen Kanal nun zu abonnieren, damit wir uns bald wiedersehen und Sie die besten Informationen bekommen. Weiter geht's. Es gibt mehrere denkbare Motive für die Ukraine. Erstens, es wäre ein klares Signal der Stärke, ein riesiger Mittelfinger Richtung Moskau. Und viele Experten sagen, das ist die einzige Sprache, die Putin versteht. Zweitens, das Nord Stream Projekt war der Ukraine von Anfang an ein Dorn im Auge. Früher konnte die Ukraine an Gaslieferungen mitverdienen, weil die alten Pipelines auch durch die Ukraine verliefen. Und nach dem Start von Nord Stream 1 konnte Putin diese Pipelines nutzen, um die Ukraine politisch zu erpressen. Denn wenn er den Hahn zugedreht hat, hat Deutschland trotzdem weiter Gas durch Nord Stream bekommen. Das hat er dann auch mehrfach benutzt, um die Ukraine unter Druck zu setzen. Und dieses Druckmittel hatte Putin nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern auch gegenüber Deutschland. Und indem man Deutschland diese Abhängigkeit letztlich genommen hat, wenn man
das Bild wählen will, im Grunde um einem Süchtigen die Spritze aus der Hand geschlagen hat. Typisch Mainstream-Journalist. Die haben alle zu 90% denselben linksideologischen Denkfehler. Wie kann man bitte unser Geschäftsmodell, das auf günstigen Gas beruht hat und den Wohlstand und den Sozialstaat sicherte und sogar noch wahrscheinlich sein Studium finanzierte, als einen Süchtigen bezeichnen, dem man die Spritze aus der Hand geschlagen hat? Das klingt ja fast so, als hätte man uns einen Gefallen getan damit. Ein richtiger Hampelmann. Weiter geht's. Stellt sich die Frage natürlich nicht mehr, inwieweit die Solidarität mit der Ukraine gehen kann, wie weit wir uns das leisten können, wie viel Wohlwollen der Russen wir uns womöglich noch erhalten müssten. Denken wir uns zurück in den Spätsommer 2022. Putin hatte gerade das Gas abgedreht und niemand wusste, wie es weitergeht. Ein harter Winter, schwindende Gasvorräte, ausfallende Heizung bei Millionen Menschen. Das hätte die Stimmung in Deutschland schnell drehen können. Gegen die Ukraine und für eine Unterstützung Russlands. Vielleicht wäre da die Forderung gekommen, die Pipeline ist doch da, nehmt doch das Gas aus Russland. Und vielleicht hat die Ukraine sich da gedacht, so ein Szenario wollen wir mit allen Mitteln verhindern. Auch mit der Sprengung von Nord Stream. Wir können also auch den dritten Faktor abhaken. Es gibt mögliche Motive. Wir haben drei Haken und jede Menge Indizien. Da gibt es nichts zu verhindern. Das würde nur zeigen, dass die Ukraine das ist, wofür es viele halten. Ein problematischer, korrupter Staat, in dem wahrscheinlich viele Milliarden an Unterstützungsgeldern direkt in den Taschen der Oligarchen fließen. Und man könnte dazu auch jede Menge Artikel finden, wenn man wollte, in denen sich Generäle und Zelensky selbst plötzlich Villen im Wert von 5 Millionen Dollar über die Schwiegermutter in Ägypten kaufen. Aber natürlich spricht man so nicht über die Helden, die unsere demokratischen Werte verteidigen. Nein. Doch jetzt kommt der beste Teil. Anschnallen, Daumen hoch, weiter geht's. Was würde das für unser Verhältnis bedeuten? Und wie sicher ist es, dass sie es wirklich war? Ziehen wir mal ein Fazit. Wäre es die Ukraine gewesen, erklärt das auch die krasse Geheimhaltung. Denn wenn das rauskommen würde, könnte die Unterstützung von Deutschland und Europa auf der Kippe stehen. Denn wie sollte die Bundesregierung das noch erklären? Die zerstören unsere Infrastruktur, bekommen aber weiter Waffenlieferungen? Dann läuft aber gleichzeitig der Krieg weiter. Völlig unabhängig davon, ob die Ukraine was mit Nord Stream zu tun hat, ist die deutsche Linie klar. Russland darf nicht gewinnen. Würde ganz klar werden, dass die Ukraine für die Pipeline-Sprengung verantwortlich ist, wäre das ein riesiges Dilemma. Logisch, dass man das lieber nicht öffentlich diskutieren will. Und dass man sich auch nicht auf Spekulationen einlässt. Ihr erinnert euch... Im Grunde genommen hat der Journalist ja eigentlich recht. Der wahrscheinlich bald erstmal ein Disziplinarverfahren, aber ich glaube, das kriegen nur Beamte, oder zumindest minimalerweise eine Abmahnung bekommt. Denn wie kann es sein, dass sich die Ermittlungen so lange hinziehen? Da liegt doch der Verdacht wirklich nahe, dass man gar nicht wissen will, wer für die Sprengung von Nord Stream verantwortlich ist. Denn das könnte ja bedeuten, dass die Ukraine kein vertrauenswürdiger Partner ist. Und dass die vielen Anschuldigungen von Tötungen und Diskriminierung russischer ethnischer Minderheiten im Osten doch etwas Wahres dran sein könnte. Wie soll man dann Zelensky, der ja höchstwahrscheinlich das Okay der Amerikaner bekommen hat oder vielleicht sogar einen Befehl, noch als Schützer unserer demokratischen Werte verkaufen? Und wisst ihr, woran man das besonders deutlich merkt, dass unsere Regierung Bescheid wissen könnte und das trotzdem unter den Teppich kehren will? Schaut euch die nächste Szene an. Der Kanzleramtschef hat sogar eine Taskforce eingesetzt, um herauszufinden, wo also ihm undichte Stellen gewesen sein könnten, wo die Presse womöglich informiert wurde. So, das ist eine Form von politischem Druck, den ich so nicht kenne. Ich beschäftige mich wirklich, genau wie viele meiner Kollegen, auch seit vielen, vielen Jahren mit Ermittlungsverfahren, mit Terrorismusfällen, mit Spionagefällen. Und die sind in unterschiedlichen Abstufungen immer geheim. Aber dieses Ausmaß der Geheimhaltung habe ich in meinem ganzen Berufsleben in Deutschland noch nicht erlebt. Das ist so geheim wie eben noch nie was geheim war, woran ich gearbeitet habe. Naja, abgesehen davon, dass Geheimnisse eigentlich immer geheim bleiben sollte, erkennt man trotzdem, dass hier etwas gewaltig stinkt. Ähnlich wie das Auslandsstudium von Annalena Baerbock. Aber ich traue einem ehemaligen Cum-Ex-Skandalkanzler durchaus zu, dass ihm einige Leichen im Keller dazu bewegen, so manche Spiele mitzuspielen. Was ist euer Eindruck? War das die letzte Sendung dieses sympathischen Journalisten? Oder merkt langsam ZDF und Co., dass eine Demokratie nur funktionieren kann,
wenn man den Regierenden ganz genau auf die Finger guckt. Ich bin gespannt auf eure Beiträge und falls ihr mal sehen wollt, was wirklich hinter dem ganzen Ukraine-Russland-Konflikt steckt oder Spezialoperation oder Krieg, wie ihr es nennen wollt, dann schaut euch das nächste Video an. Wirklich alles wird darin genannt und ist das beste deutschsprachige Video zum Thema, was ihr finden könnt. Klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin.